Dieses Video soll euch nur zeigen, dass man sich selber eine Halterung für sein iPad bauen kann. Dazu habe ich eine Sperrholzplatte 15 x 8 cm und die Stärke eines Handys benutzt. Dies ist ein bisschen mit Folie beklebt und eine alte Halterung, die ausgedient hat, angeschraubt. Zusätzlich habe ich zwei Löcher gebohrt, damit man sich ein Tragegurt, wie jetzt schön zu sehen ist, anbringen kann. Das dritte Loch dient nur dazu, das 20 cm kurze Kabel durchzustecken, um es mit dem iPad zu verbinden. Diese Halterung wurde aus nicht mehr benötigten Teilen hergestellt, was vollkommen ausreichend dafür ist. Das war's, bis dann, tschüss.